Hey, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin die Leni, auf diesem Kanal hier geht es um Parfum und heute machen wir wieder eine Edition von Hot or Not. Ein Speedrating meiner neuen Düfte und ich werde euch ganz genau sagen, welche ihr unbedingt ausprobieren müsst und welche ihr euch auch getrost sparen könnt. Der erste ist direkt ein Must-Try für alle Leute, die es gern gourmandig haben. Es ist Zaya von Parfum Delmar. Und den habe ich mir aus Mailand mitgebracht. Ich war ja vor ein paar Wochen auf der Messe und habe auch so ein Showing beim Elmar mitgemacht. Das war echt cool, hat uns die alte und die neue Kollektion gezeigt. Der Zaya ist noch aus der älteren Kollektion und er ist einfach nur spitzenmäßig genial. Ich habe nichts dran auszusetzen. Er ist phänomenal gut. Er hat eine ganz, ganz, ganz wunderbare Cognac-Note. Er ist dem Angel Share von Killian nicht ganz unähnlich. Also wir haben Cognac, Zimt, Eichenholz, Tonkabohne, genau diese Geschichte. Und es ist halt einfach richtig schön boozy und süß. Nicht so süß, allerdings wie der Angel Share und mit auch einer gehörigen Portion weniger Zimt. Und das war immer, was mich am Angel Share auch so ein bisschen gestört hat. Der Zaya ist dafür viel weicher, irgendwie noch ein bisschen pudriger. Man spürt irgendwie auch einen Moschus, finde ich. Und wir haben auch ein paar Fruchtnoten drin, die bekomme ich nicht so sehr. Es ist tatsächlich für mich eigentlich ein sehr, in Anführungsstrichen, simpler, aber wahnsinnig sophisticated Duft mit einer der schönsten Cognac-Noten, die ich hier gerochen habe. Zimt, Eichenholz, Tonkabohne und natürlich ein bisschen diese süße Praline, die ihn dann so richtig schön gourmandig macht. Also schaut euch den unbedingt an, wenn ihr noch nicht kennt. Was auch hot ist, ist der Sponsor des heutigen Videos und das ist mal wieder Lily Silk. Zum vierten Mal jetzt. Vielen lieben Dank dafür. Und heute zeige ich euch die Frühlings-/Sommer-Kollektion. Lily Silk ist eine Firma spezialisiert auf die Herstellung von Seidenklamotten. Sie haben aber auch ganz viele Teile aus Kaschmir und aus Wolle. Aber was sie immer gemeinsam haben, sind die Naturfasern. Und ich liebe einfach natürliche Fasern auf meiner Haut. Man schwitzt nicht so sehr, es fühlt sich schöner an, es fließt, es sieht hochwertig aus, es ist einfach ein geiles Tragegefühl. Und jetzt gerade im Sommer ist es mit dem Schwitzen halt echt ein Thema, ne? Die Sachen, die ich heute trage, sind natürlich auch von Lily Silk. Das ist einmal ein braunes, ich glaube die Farbe heißt Toffee, Kaschmir Shirt und ein Woll/Seiden-Blazer mit diesen tollen goldenen Knöpfen. Und das kombiniere ich mit diesen unglaublich coolen Seidenshorts. Wobei cool ist, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck für das Outfit. Das ist eher so richtig sophisticated, Business, Country Club. Ich gehe heute noch ein Auto kaufen oder keine Ahnung. Um den Job würde ich mich vielleicht in den kurzen Shorts nicht bewerben. Im Moment sind die Beine noch ein kleines bisschen blass für die Shorts, aber das Outfit werde ich definitiv diesen Sommer rocken. Ich finde es einfach ultimativ stylisch und wenn man das dann noch mit so tollen hohen Ballerinas kombiniert, finde ich, sieht das auch nicht ganz so madammig aus, obwohl ich schon so ein bisschen in die Richtung gegangen bin heute, auch mit den Ohrringen, mit dem Schmuck und so weiter. Ich liebe dieses Outfit. Dann habe ich noch ein Outfit mit dieser grauen Wollhose und diesem weißen Seidenshirt mit diesen Perlknöpfen. Das finde ich perfekt für so einen Tag im Office. Die Hose ist super duper bequem. Man kann auch alle möglichen Blazer dazu kombinieren. Und ich finde, es sieht einfach total neutral, schick, sophisticated, stylisch, elegant aus. Und dann habe ich noch ein weißes Seidenkleid mit blauen Nadelstreifen. Wunderschön und halt ein Figurschmeichler. Dadurch, dass man das mit so einem Gürtel zusammenbinden kann, macht einem das immer eine tolle Figur, gibt eine tolle Taille. Es hat genau die richtige Länge und es ist hinten auch so ein kleines Stückchen länger, was finde ich sehr lässig aussieht und es ist einfach ein cooler, unkomplizierter, aber dennoch eleganter Look für den Sommer. Und dann habe ich noch eine tolle Seidenbluse bestellt mit diesen Applikationen. Das sind so zwei Fäden, da sind, ich glaube, echte Perlen dran und unten zwei Federn. Passt es zu dem Outfit, mit dem ich es kombiniert habe, mit der Hose, nicht hundertprozentig, deswegen kann man die auch gerne abnehmen. Aber wenn man die Bluse jetzt nicht reinsteckt, dann finde ich, sieht das Hammer gut aus. Das ist halt auch so eine sanfte, feminine, sehr schmeichelnde Farbe, finde ich. Es softet den Look und es wertet einfach alles auf, was ihr drunter anhabt. Man könnte das auch zu einer Jeans kombinieren. Ich habe es jetzt mit der roten Hose kombiniert, weil ich die momentan gern mag. Aber das gefällt mir auch wahnsinnig gut. Ein Grund, warum ich Lily Silk auch liebe, ist, dass die eben versuchen, Zero Waste zu produzieren. Das heißt, die Textilüberreste werden weiterverarbeitet in Scrunchies oder Schlafmasken. Und falls ihr jetzt shoppen gehen wollt, dann schaut in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch alle Teile verlinkt. Und ich habe sogar auch einen richtig tollen Rabattcode für euch. Leni20. Damit bekommt ihr 20% auf euren gesamten Einkauf. Viel Spaß beim Shoppen. Dann ein Duft, der mich tatsächlich gar nicht begeistert hat, ist der Mula Mula Art Deco. Nicht begeistert ist noch ein Euphemismus. Den finde ich relativ schrecklich, muss ich sagen. Das ist im Grunde nur ein Sammlerflakon des normalen Mula Mula. Der ein super fruchtiger, sehr erdbeeriger, pfirsichartiger, synthetischer Duft ist.
der, denke ich, wahrscheinlich schon Anklang findet und einigen Leuten gefällt, aber ich bin einfach nicht diese synthetische Fruchtmaus. Mich kannst du damit echt jagen. Ziemlich kaugummiartig. Unter diesen Düften, wenn einem das gefällt, ist es bestimmt nicht der schlechteste. Aber, also mein Geschmack ist es halt echt nicht. Das ist einfach irgendwie, ich weiß nicht. Es ist mir zu kaugummiartig, zu quietschig, zu süß, zu fruchtig, zu klatschig, zu unsophisticated, auch wenn der Flakon Hammer aussieht und ich die beiden Flakons auch liebe. Aber da findet ihr echt Besseres. Dann haben wir einen schönen Kirschduft von einer Marke, die ihr noch nie auf meinem Kanal gesehen habt. Die heißt New Notes und der Duft heißt Latte di Cherry. Ich tue mich immer schwer mit Namen, die mehrere Sprachen in einem Namen kombinieren. Ich hätte es dann entweder Cherry Milk genannt oder Latte di Ciliegia, aber okay. Es ist ein sehr starker Duft, es ist ein Extrait, es ist ein Kirschduft und er ist anständig gemacht. Also ich habe eigentlich nichts an dem zu meckern. Das Einzige ist, dass ich noch tollere Düfte kenne in diesem Stil. Und ich denke da insbesondere an den Cherry Punk von Room 1015. Den finde ich einfach noch ein bisschen gelungener, weil der hat noch ein bisschen das gewisse Etwas. Der hat zusätzlich zu dieser Kirsch-, Mandel-, Tonka-Geschichte noch eine sehr schöne Ledernote. Das hat der hier nicht. Der hier ist primär kirschig, gourmandig, ein bisschen marzipanig, mandelig, tonkabohnig, leicht würzig und auch viel blütiger als der Cherry Punk. Finde ich im Ganzen etwas femininer. Ist ein schöner Duft, kann man machen. Da als nächstes habe ich einen richtig tollen. Es ist Emanuele von Panadora. Toller Duft. Um ihn kurz zu beschreiben, und wahrscheinlich kann sich dann jeder vorstellen, wie der riecht. Er riecht ein bisschen wie die Delina von Parfum de Marly. Gibt kleine Unterschiede, aber im Grunde ist es das, also es ist sozusagen ein leicht fruchtiger, spritziger Rosen-/Pfingstrosenduft mit einer sehr schönen, tiefen Weihrauch-Vanille-Basis. Und ich würde jetzt sagen, der Unterschied zu Delina ist, dass der am Anfang nicht ganz so viel Säure hat. Also sprich, wir haben keinen Rhabarber, wir haben keine Litchi. Wir haben, glaube ich, offiziell gar keine Früchte. Aber ich denke trotzdem, dass er im Auftakt ganz leicht fruchtig wirkt, minimal. Er ist eigentlich sofort sozusagen bei der Herznote. Und dieser Säure-Punch am Anfang von der Delina ist so ein bisschen auch, was ihr ihren Wiedererkennungswert gibt. Das ist mehr Delina schon im Drydown und da ist noch ein bisschen mehr los. Also wir haben ein paar Gewürze, wir haben eine schöne Muskatnote, die sich da so durchschlängelt. Wir haben eine sehr viel dichtere Holzbasis, also wir haben Kaschmiran, wir haben Weihrauch, wir haben Papyrus und so insgesamt von den Blüten her ist er auch nicht nur Rose und Pfingstrose, sondern wir haben auch noch ein bisschen Maiglöckchen. Unseren berühmten Vogelknöterich übrigens, der jetzt irgendwie in allen neuen Parfums auftaucht. Also bis vor ein paar Wochen, als ich den Perfect von Marc Jacobs reviewed habe, habe ich noch nie von der Note Vogelknöterich gehört und jetzt gleich dreimal irgendwie in 3 Wochen. Also keine Ahnung, verrückt. Ich weiß immer noch nicht, wie es riecht. Ich möchte es gerne mal rausfinden. Aber lasst euch gesagt sein, es ist ein schöner, femininer, blütiger Duft mit etwas Prickeln, einer ganz leichten Würze und einer ganz, ganz gediegenen, schönen, tiefen Weihrauch-Mandel-Vanille-Basis. Also ganz, ganz schön. Ich denke, vom Preis in etwa ähnlich wie die Delina. Da ist dann mehr die Frage, will man sozusagen den prickelnden Säure-Punch am Anfang haben? Will man den Rhabarber, will man die Litchi? Dann holt ihr euch die Delina. Oder wollt ihr von Anfang an es blütig, rosig, holzig? Entspannt. Dann haben wir jetzt eine, geht gar nicht. Leider. Ich hätte mir gewünscht, dass er mir gefällt. Er hat schon mal einen schönen Flakon. Es ist Peng Lai von Berdu. Das ist ein Osmanthusduft. Leider ist er hochsynthetisch in einem Maße, das ich einfach nicht vertreten kann. Es tut mir leid. Ich liebe viele Düfte von Berdu, aber der ist absolut künstlich und da kann ihn auch sein schöner Flakon nicht retten. Auch sein guter Preis kann ihn nicht retten. Auch dass Osmanthus eine meiner Lieblingsnoten ist, kann ihn nicht retten. Es tut mir sehr leid. Aber das ist einfach nicht fein genug. Ich kenne zu viele Düfte, die gut sind, als dass ich den irgendwie in irgendeiner Form berücksichtigen könnte. Okay, jetzt kommt wieder einer. Da ist es eigentlich ein No-Brainer. Wer auf Kaba steht, Kakaogeruch, Milchschokolade, dann müsst ihr den probieren. Es ist so ein feiner Duft. Es ist Lait et Chocolat von Chabot.
Was ist das für ein geiler Duft? Es ist halt einfach ein Kaba-Duft, ja. Er riecht nach Kaba. Er ist so, so, so geil. Er ist allerdings auch nur das. Also, nicht alle Leute wollen ja immer nach diesen sehr buchstäblichen, dessertartigen Noten riechen. Also nicht jeder will nach Kaffee riechen. Nicht jeder möchte nach Kaba riechen. Das ist Kaba, also er hat eine Süße, deswegen sage ich nicht Kakaopulver. Er hat zwar auch dieses Kakaopulver, aber Kakaopulver ist ja sehr herb und hat eigentlich wenig Süße. Er hat mehr das Milchschokoladige. Er ist tatsächlich, der ist nicht zart bitter, der ist Milchschokolade. Und ich liebe diesen Geruch, insbesondere ja momentan ist es so ein bisschen meine Ersatzdroge, weil ich ja immer noch mitten in meiner Darmsanierung stecke und ganz viele Sachen, vor allem auch Zucker, nicht essen darf. Und zumindest darf ich dann an diesen Düften riechen. Es ist fast so befriedigend, wie einen Kaba zu trinken. Wunderschön. Er hält sich okay. Ich glaube, es ist ein Extra. Nee, das ist sogar nur ein Eau de Toilette. Deswegen, er hat jetzt nicht die beste Haltbarkeit. Aber ich muss auch sagen, so ein intensiver Kaba-Geruch würde mir nach einer Zeit auch ein bisschen auf die Nerven gehen. Deswegen nehme ich das hier in Kauf. Ausnahmsweise bin ich da jetzt nicht beleidigt, dass er nicht so lange hält. Ich würde sagen, so 4 Stunden ungefähr. Er hat einen stolzen Preis, aber die Qualität ist absolut da und ihr kriegt, was ich euch versprochen habe. Dann haben wir jetzt wieder Duft mit Osmanthus, aber das ist nicht seine Hauptnote. Die Hauptnote ist Mango und es ist ein Duft, den ich gerne lieben wollte, weil der Flakon ist nämlich wunderschön und ich habe ihn gerade voll mit Fingerabdrücken geschmiert. Es ist Mango Oud von Gritti und Mango Oud, ja, ich tue mich mehr mit Frucht, aber Mango-Düfte mag ich sehr oft, ganz gern. Insbesondere den Cruz del Sur Dos von Serdrov mag ich gern. Der Mango Oud ist halt so okay. Also, es gibt Besseres, ja. Der Flakon hat einen unheimlich schönen Duftverlauf und die Kopfnote von dem ist auch, ja, es ist Mango, aber nicht auf eine sehr cremige, lassi-artige, weiche Art, sondern tatsächlich ein bisschen synthetisch kratzig und leider setzt sich die Synthetik im Duftverlauf dann auch fort. Kann jeden verstehen, dass sich den Flakon allein aus optischen Gründen holt. Ich verurteile euch nicht, aber vom Duft her gibt es wirklich Besseres. Immerhin ist es ein Extra. Oft halten diese Fruchtdüfte auch nicht besonders gut. Der hält sich gut, er strahlt auch gut. Leider ist der Duftcharakter jetzt nicht unbedingt einer, der mich ins Herz getroffen hat. Nicht so der nächste. Der hat auch Mango drin, aber es ist eine ganz andere Nummer. Es ist ein unglaublich schöner, toller Duft. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen gezögert, weil mir ist aufgefallen, dass ich in meinen Videos momentan unglaublich oft das Wort unglaublich sage. Und ich habe immer so Wörter, die dann eine Zeit lang irgendwie so ganz vorne in meinem Hirn sind und die verwende ich dann ständig und ich muss jetzt wieder wegkommen von unglaublich. Weil so unglaublich sind die Sachen dann meistens doch nicht und ich versuche schon irgendwie in meinen Bewertungen dann auch ein gewisses Maß zu behalten, sodass nicht alles inflationiert wird, was ich sage. Der ist tatsächlich sehr schön. Es ist Montabacco Rio von Ormond Jane. Und das ist eine fruchtige Variante des Montabacco. Und der hat auch Mango drin. Ananas, bisschen Karamell sogar. Ambroxan und sehr viele schöne, grüne, tiefe Noten. Und ich finde, das, was den Duft macht, ist die Basis. Der hat da so eine unglaublich schöne, was habe ich schon wieder gesagt? Der hat so eine tolle Moos-Sandelholz-Wildleder-Tabak-Kombo in der Basis. Und das alleine ist schon irgendwie genial. Und dann sozusagen die Noten, die sich da noch oben drauf setzen, das ist einfach eine tolle Komposition. Er hat auch ein Quäntchen Säure vom Rhabarber und der Ananas, finde ich. Ambroxan haben wir, merkt man schon, nervt mich überhaupt nicht in dem Duft. Ich liebe ja eigentlich Ambroxan, nur manchmal wird es in Übermaßen verwendet. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben auch Kaschmiran und Tee. Also er ist sozusagen schon relativ maskulin, würde ich sagen. Er ist dennoch fruchtig, aber auf eine tolle Art. Und er ist so ein bisschen holzig, auch ein bisschen synthetisch, aber auf die bestmögliche Art. Also ich muss sagen, die Ormond Jane Düfte, die gefallen mir fast alle. Die sind einfach geil gemacht. Und ich weiß nicht genau, ob den auch der Gesa schön gemacht hat. Der macht ja viel für Ormond Jane.
Sachen, die der Gesa schön macht, in Molekülform, in Synthetik, die sind immer toll. Die finde ich eigentlich immer spitze. Und ja, das ist ein ganz, ganz toller. Also wenn ihr so einen Duft sucht, der potenziell euer Signature sein kann, der mit euch durch den Tag geht, der auch im Office funktioniert, der in jeder Lebenslage eigentlich funktioniert, dann schaut euch den an. Ich finde auch, der Flakon ist sehr gelungen. Dann habe ich noch einen neuen von Lush, und zwar die Rosenmarmelade, oder Rose Jam heißt er eigentlich. Man würde vermuten, man bekommt Rosenmarmelade. Finde ich, kriegt man eigentlich nicht. Es ist trotzdem ein ganz angenehmer Duft. Für einen Jam ist der mir tatsächlich zu wenig süß. Also, nee. Er ist ganz, ganz, ganz intensiv rosig. Wir haben Spritzer Zitrone drin und eine etwas herbe Rosengeranie. Und es ist ein ganz floraler, sehr, sehr rosiger Duft. Also das ist keiner von diesen ultra angenehmen Blütigen, sondern es ist schon irgendwie ein Statement-Duft. Der bleibt nicht verborgen. Auf den wird man angesprochen werden. Und er ist Rose in modern, finde ich. Ganz oft, finde ich, haben Rosendüfte auch so ein bisschen altmodischen Touch. Der hier wirkt sehr modern. Und es ist die Frage dann, ob man halt so ein Rosenliebhaber ist. Ich persönlich bin jetzt, Rose ist nicht meine Lieblingsnote, aber es gibt sehr viele Düfte mit Rose, die ich liebe. Das ist jetzt so einer, der ist so mittendrin. Sage ich, kann man machen. Oder was man auch machen kann, ist der Citrus Poetry von Les Sœurs de Noé. Den finde ich ganz schön. Die Noten schreien meinen Namen. Also wir haben Pfeffer, wir haben Ingwer, wir haben Zitrone. Mit einem Apfel, Jasmin, Orange im Herz und dann noch so Moos in der Basis. Und doch hat er irgendeine Note, die mich dann nicht komplett weich in den Knien werden lässt. Ich bin nicht sicher, was ist. Irgendein kleines Quäntchen Synthetik schwingt da mit, das mich dann irgendwie rausholt aus dieser geilen, prickelnden, zitrischen, belebenden Erfahrung. Er ist trotzdem echt schön. Aber es reicht nicht für die Crème de la Crème. Es reicht nicht für die oberen Ränge. Ich finde, den kann man ohne weiteres tragen, aber man darf sie nicht vor Synthetik scheuen. Und ich weiß nicht, irgendwie catcht er mich nicht so ganz. Ich weiß auch nicht, ob die Noten, die da angegeben sind, die ganze Wahrheit sind, weil ich schnüffel da noch irgendwas Metallisches mit raus. Irgendwas Metallisches. Und das gefällt mir nicht ganz so gut. Deswegen, okay. Und dann haben wir jetzt einen, den ich zwangsläufig in die Kategorie Es gibt Besseres stecken muss. Und zwar, weil er meiner Meinung nach ein Klon von einem sehr tollen, berühmten, bekannten Duft ist. Aber leider nicht ganz so gut wie der. Es ist Epiphany von Reinvented. Und meiner Meinung nach riecht der nach Diaghilev. Diaghilev von Roger. Ja, er riecht wie Diaghilev von Roger. Und wer mich schon mal den Diaghilev Reviewen sehen hat, der weiß, dass da 5258 Noten drin sind. Und man merkt einfach, hier ist es nicht der Fall. Man muss auch sagen, ich verlange nicht von dem Duft, dass er so viele Noten hat. Es gibt sehr viele schöne, simple Düfte, die, keine Ahnung, die kommen mit ein paar Noten aus und es ist wunderbar. Aber hier, Allure vom Diaghilev, finde ich, liegt schon in seiner Komplexität, in seiner Vielschichtigkeit, in der Reise, die man mit ihm durchmacht. Und hier bekomme ich die Diaghilev-Idee, aber sie ist nicht zur Perfektion umgesetzt. Er ist smoky, er ist rauchig, ein bisschen animalisch, etwas würzig, weihrauchig, also so typisch Diaghilev halt, sehr maskulin, sehr reif, finde ich auch. Ich muss sagen, der Name Epiphany geht mir überhaupt nicht in den Kopf, ich weiß nicht genau. Ich sehe eher so einen älteren Herrn in der Bibliothek, Zigarre rauchend und ein Buch lesend vor mir. Aber okay. Ja, er ist einfach nicht so gut wie der Diaghilev. Hätte ich den Diaghilev jetzt nicht gekannt, hätte er mich, glaube ich, auch trotzdem nicht vom Hocker gehauen. Schade, ja. Und jetzt kommt noch ein absoluter Must-Try, das ist eine Neuentdeckung und ich hoffe, ihr könnt ihn überhaupt schon probieren, denn zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video filme, ist er noch nicht draußen und den gibt es noch nicht mal auf Parfumo. Den habe ich auch aus Mailand mitgebracht, aus der Serjoff Boutique direkt. Es ist ein neues Release aus der Casa Morati-Linie und er heißt Quattro Pizzi.
Und der ist spitzenmäßig, insbesondere jetzt für den Frühling und den Sommer, finde ich. Und ich weiß nicht mal die Noten von dem. Das heißt, ich kann euch jetzt wirklich nur auf Basis meines Dufteindrucks beschreiben. Und ich finde, dass der... ich versuche mal einen Vergleich zu machen. Ich finde, er ist so ein bisschen wie 1888, aber herber und herber, würzig, kräuteriger, sehr floral, aber schon irgendwie mit, ich weiß nicht, ob was es ist, ich weiß nicht, ob es Gartennelke ist oder was auch immer, aber der hat für mich eine leichte Verwandtschaft zum 1888. Der ist etwas frühlingshafter. Ich finde ja den 1888 immer toll für Herbst und Winter und den kalten Frühling. Und hier sind wir jetzt eher im warmen Frühling. Der ist komplett unisex. Er hat einen echt interessanten Flakon. Der hat da so eine Art perlige Oberfläche. Also man kriegt so einen leichten bläuliche und rosa Perleneffekt. Er hat einen wunderschönen Puschel. Es gibt ihn vermutlich auch in 30 Millilitern, schätze ich mal. Weiß ich nicht, ob es ihn gleich gibt, wenn er rauskommt. Aber der ist echt schön und der ist vor allem irgendwie so sophisticated Frühling Gartenparty. Ja, einfach nicht süß, nicht zu grün. Einfach irgendwie ein sehr schön blütiger, herber Duft mit dem gewissen Etwas. Mit dem 1888 Faktor. Bin gespannt, was die Noten sind, wenn sie denn dann rauskommen. Okay, meine Lieben, das war's. Habt ihr die Düfte schon probiert? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn ihr keine Meinungen habt, schreibt mir euren Lieblingssmiley in die Kommentare. Das hilft mir beim Engagement. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und vielen Dank an Lilsig für Sponsern dieses Videos. Wir benutzen hier den Genitiv. Schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr alle Teile, wenn ihr shoppen gehen wollt und natürlich meinen Rabattcode. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.